Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Finde den Fisch. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist Fischer Max. Hallo Max. Hallo. Der Fisch ist da. Oder so ähnlich. Ja. Ich möchte jetzt mit der einen Person sprechen, die nicht abgeschaltet hat. Hallo. Ja. Nett, dich kennenzulernen. Wie gesagt, ich bin der Sue, das andere Tier ist der Max. Und wir reden natürlich nicht über Finde den Fisch. Wir reden über Monty Pythons Der Sinn des Lebens. Seines Zeichens der letzte Spielfilm der legendären Komikertruppe aus Großbritannien aus dem Jahre 83. Warum besprechen wir den? Weil er aktuell oder neu bei Amazon Prime verfügbar ist und das ist für Max und mich Grund genug, diesen Film zu besprechen. Richtig. Außerdem bin ich Monty Pythologe. Das stimmt. Ich habe tatsächlich meine Facharbeit im Gymnasium damals über Monty Python geschrieben. Oh, das heißt, du hast einen Magister im Spam. Ja, so in etwa. Sehr schön, sehr schön. Ich habe nichts über Monty Python geschrieben. Ich habe nur viel von ihnen gesehen, auch die ganzen Filme. Und also normalerweise fangen wir ja immer so eine Besprechung an mit, worum geht's in dem Film überhaupt? Ich finde, das ist bei dem Film immer etwas schwierig. Beziehungsweise vielleicht nicht schwierig, aber vielleicht eher einfach. Es ist ein Episodenfilm. Ah. Und in jeder Episode behandeln die Pythons halt so den Abschnitt des Lebens. Und am Ende soll dann die Frage beantwortet werden, was ist der Sinn des Lebens? Achtung, Spoiler, sie finden eine Antwort. Ob die zufriedenstellend ist, sei dahingestellt. Tja. Aber Brigitte bringt sie rein. Das weiß ich. Brigitte. Brigitte. Brigitte, ja. Ja, gut. Ja, was gibt's über diesen Film zu erzählen, was noch nicht erzählt worden ist? Ich glaube tatsächlich, dass viele diesen Film noch gar nicht richtig kennen. Denn er ist, wie gesagt, eher einer der unbekannteren Pythons. Es gibt einige Stimmen, die sagen, es ist der schlechteste Python-Film. Ich hingegen sage, es ist der Python-Film, der am wenigsten massenkompatibel ist. Ja, das, glaube ich, trifft es ganz gut. Ich finde ihn ja saustark, muss ich sagen. Ich meine, es ist immer so ein Ding, wenn du an Python denkst, denkst du natürlich an Flying Circus, aber das mal außen vor. Ja. Immer an Ritter der Kokosnuss und Leben der Brian. Leben des Brian. Leben der Brian, es gibt mehrere. Ja, weiß nicht, sind sie in diesem Film? Ja, ist egal. Ja, und dann fällt der immer hinten runter. Und eigentlich ist der doch derjenige mit der, ich weiß nicht, breitesten Komik von allen. Also er ist eigentlich eine gute Symbiose zwischen, was den Flying Circus ausgemacht hat und natürlich dem Produktionsaufwand der vorher genannten beiden Langfilme. Zählt man da eigentlich Jabberwocky jetzt auch noch mit dazu? Also Jabberwocky wird immer, also aktuell ja auch immer so als Monty Pythons Jabberwocky genannt. Das ist aber, glaube ich, nur in Deutschland so. Das ist auch nur so eine Werbemaßnahme, weil Jabberwocky wurde gedreht von Terry Gilliam und ich glaube Michael Palin und noch irgendwie einer spielt mit, aber ansonsten war es das. Und Jabberwocky hat durchaus noch Monty Python DNA. Ich würde ihn aber ganz klar nicht offiziell zum Filmkanon dazuzählen. Okay, dann haben wir in dem Filmkanon drei Stück. Ja, sozusagen eine Trilogie könnte man fast sagen. Ja, und dass sie danach eigentlich aufgehört haben, irgendwas zu machen, ja, ist schade. Graham Chapman ist ja leider verstorben. Ja, gut, klar, aber also dass da, ich meine, gut, okay, in der Hinsicht war es dann auch konsequent, aber ja, man weiß ja, dass Monty Python danach noch immer wieder so, keine Ahnung, gemeinsam in irgendwelchen Filmen aufgetreten sind. Fisch namens Wanda beispielsweise. Und genau. Ja. Ja. Terry Gilliam hat ja dann auch, glaube ich, oft immer seine alten Kollegen in seinen Filmen untergebracht. Ja, das stimmt. Terry Gilliam ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube, wenn man Sinn des Lebens sich anguckt und glaubt, hey, cool, ich fand Ritter der Kokosnuss, fand ich saulustig, Leben des Brian, da habe ich mich kaputt gelacht und weckt damit Sinn des Lebens an, dann zeigt der Film, beziehungsweise Terry Gilliam, einem erstmal ordentlich die Stinkefinger, denn der Film beginnt mit einem Vorfilm, The Crimson Permanent Assurance. Und dieser Film hat, glaube ich, fast die Hälfte des Produktionsbudgets gefressen.
Das muss wirklich toll gewesen sein. Also kurz der Erklärung, es geht einfach darum, es ist so ein typischer Terry Gilliam-Kurzfilm. Ja, es wird gezeigt, eine kalte Bürowelt und alte Büroangestellte, die rebellieren und plötzlich wird aus dem Büro ein Piratenschiff. Ja, aus den Aktenschränken werden Kanonen etc. pp. Es ist total weird, es ist sehr abgedreht, es ist visuell wahnsinnig toll, aber das muss man sich mal vorstellen, die haben Sinn des Lebens gedreht und Terry Gilliam hat gesagt, ja, dann mache ich halt einen Vorfilm und sie haben ihn einfach machen lassen, ohne wirklich darauf zu achten, was da passiert, sodass der Terry Gilliam einfach mal wirklich extrem viel Produktionsbudget für diesen Kurzfilm rausgehauen hat, der, glaube ich, weitestgehend nichts mit dem zu tun hat, was danach folgt, oder? Nee, es ist tatsächlich, also ich weiß noch, als ich es damals das erste Mal gesehen habe, man stellt sich sofort die Frage, ob das überhaupt was miteinander zu tun hat. Es ist, glaube ich, tatsächlich nicht der Fall, weil ich glaube, dass die auch später nicht mehr auftreten, die Figuren. Von dem her ist es wohl, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es so der erste Schritt der Emanzipation des Terry Gilliam. Ja. Ich meine, er hat, glaube ich, Time Bandits hat er davor gemacht, danach Brasil. Und ich glaube, es passt schon, dass das irgendwie so dazwischen kam. Ja, also so vom Stil. Ich find den Kurzfilm sehr anstrengend, muss ich ehrlich sein. Ich mag den Terry Gilliam, den frühen Terry Gilliam, aber der so komprimiert und konzentriert auf so 10 Minuten ist echt hart, finde ich. Ja gut, was haben wir da? Wir haben den Kampf im Büro. Keine Ahnung. Ich meine, es fängt schon sehr nett an, muss ich sagen. Also wenn sich diese Bürowelt als Sinnbild für moderne Galeeren irgendwie darstellt. Und sie hatten ja auch schon immer ein Problem, glaube ich, mit der Bürokratie an sich. Und vielleicht ist das so dieser größte Stinkefinger, den sie der, keine Ahnung, englischen Bürokratie oder dieses Beamtentum, was sie wahrscheinlich nicht mögen. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, aber von dem her, anstrengend ist es, aber auf der anderen Seite ist er recht lustig anzusehen. Ja, also ich bin beeindruckt von dem Kurzfilm. Mhm. Da sind Sachen drin, wo ich mir dachte, wow, also Terry Gilliams Geist, da möchte ich irgendwie gerne im Achterbahn drin fahren. Ich glaube, das ist cool. Ja. Aber ich finde, als Einstieg ist er nicht suboptimal, aber ich glaube, dass viele da schon das erste Problem haben mit Sinn des Lebens. Weil du denkst, okay, von den Machern von Leben des Brian und da geht jetzt sofort, sag ich mal, der Punk ab. Ja, da lache ich jetzt von der ersten zur letzten Minute und dann kommt halt sowas. Also ich möchte den Film jetzt nicht hier schlecht drehen. Ich finde, das ist ein ganz hervorragender Kurzfilm, auch wenn ich den halt, wie gesagt, anstrengend finde. Aber er erleichtert das Reinkommen in den Film nicht besonders. Aber also ich glaube, gut, dass du es ansprichst. Ich habe mir vorher diese Gedanken eigentlich gar nicht so wirklich gemacht, ob der Vorfilm irgendwie ein Problem für den Rest des Films darstellen könnte. Ja, aber so, wenn man es irgendwie so ansieht, da ist ja gar kein Zusammenhang. Nee, nicht wirklich. Außer man kann natürlich sagen, sie nehmen das Ende des Films, also wo es halt um den Tod geht, so ein bisschen davor, weil die Helden des Kurzfilms sind ja auch was älter. Ich glaube, ja, da kann man viel rein interpretieren. Es ist eigentlich ganz billig, es ist, glaube ich, dann irgendwie so ein Übergang mit dass die Erde eine Scheibe ist. Und dann geht es ja, glaube ich, in die Intro-Sequenz über. Ja, und in der Intro-Sequenz, das ist natürlich der typische Monty Python-Vorspann, wie man ihn kennt, ein Song geschrieben von dem Eric Idle, der ja, glaube ich, für die meisten Songs zuständig ist. Mhm. Und ich finde, klar, Always Look on the Bright Side of Life ist super, ja, auch das Spamalot-Lied ist super, aber ich finde, die besten Monty Python-Songs gibt es in der Sinn des Lebens. Ich finde, die sind gut ausgewählt und sie sind vor allem thematisch die geben dem Ganzen nur ein bisschen die Würze. Du sprichst jetzt sicherlich vom Sperma-Song und vom, Gott, wie heißen sie? Ach, was war da noch? Also, ich habe zwei Favoriten, die habe ich sogar als MP3 auf meinem MP3-Player und die laufen dann immer wieder. Das eine ist der von dir erwähnte Sperma-Song, der einfach großartig ist, vor allem was danach kommt mit den Protestanten. Ja, ja, ja. Ja. Und das andere ist am Ende, der Song hat, glaube ich, der hört auch irgendwie ganz plötzlich auf. Es ist Christmas in Heaven. Was ist das jetzt schnell wieder für einer? Hilf mir kurz. Am Ende des Films, wenn diese Herrschaften in den Himmel kommen,
gibt es so eine Varieté-Vorstellung, nenne ich es mal. Und ein mit Glitzerjacke und strahlend weißen Zähnen ausgestatteter Graham Chapman begrüßt dann die Leute und singt dann It's Christmas in Heaven. Irgendwie so Textstellen wie It's Christmas in Heaven, there's great films on TV, the sound of music twice an hour and Jaws 1, 2 and 3. Stimmt, jetzt bin ich wieder dabei. Ja, nee, es ist echt manchmal schwer, die gesammelten musikalischen Werke richtig einzuordnen. Oh, auch ist jetzt, natürlich Eric Idles Penis-Song. Isn't it nice to have a penis? Okay, gut. Siehst du, da war ich jetzt nicht sicher, weil es gibt ja auch noch, ich habe eine Zeit lang immer Sinn des Lebens mit diesem Wunderbare Welt der Schwerkraft verwechselt. Ja, stimmt, den gibt es auch noch, aber das ist ja eigentlich nur so ein Best-of von Flying Circus. Genau, ja. Ich glaube mit neu aufgenommenen Sketch-Folgen. Ja, aber was man bei Sinn des Lebens neben der Musik, die natürlich sehr, wie sagt man, prägnant ist, auch sagen muss, es gibt einige Szenen, die haben es zu popkulturellem Ruhm gebracht. Das Minzblättchen. was kommt jetzt? Das Minzblättchen. Also, ich bin ja selbst in der Liga der Übergewichtigen beheimatet. Aber Mr., wie heißt der, Creosote oder so, ich weiß nicht. Creosote, glaube ich. Creosote oder so ähnlich. Ja. Gespielt von Terry Jones, der leider letztes Jahr verstorben ist, Gott hab ihn selig. Ist halt wirklich, also das ist auch so, ich glaube, als das damals rauskam, hat das die Leute echt geschockt. Und darüber müssen wir übrigens auch gleich sprechen, dass der Film wirklich ein paar Schocksequenzen hat, um es mal auszudrücken. Aber kurz der Erklärung, Terry Jones spielt diesen sehr beleibt, also wirklich einen Berg von allen, also das ist der Mount Everest unter den Männern. Also es ist wirklich Jabba. Es ist Human Jabba da hat, das ist eine gute Beschreibung, der in ein sehr edles Restaurant geht. Jean Cleese als französischer Kellner, der auch zumindest in der deutschen Synchronisation noch immer diese leichte Akzent hat. Und dann bestellt sich halt mit dieser dicke Herr, der sehr vermögend ist, erstmal alles von der Karte, lässt sich in einen Eimer werfen und gut durchmixen. Davor, danach und währenddessen kotzt er alles voll. Und am Ende, nachdem er wirklich das halbe Restaurant leer gegessen hat, kommt dann der Kellner und sagt so, oh Monsieur, und als Abschluss ein kleines Minzblätzchen. Und obwohl der dicke Mann nicht mehr will, weil er sagt, er ist voll, was man sich kaum vorstellen kann bei so einer Leibesfülle, will er nicht, lässt sich überreden. Und dieses Minzblätzchen sorgt dafür, dass der gute Herr explodiert. Und ich habe jetzt, glaube ich, die ganze Szene gespoilert. Ja, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich hoffe echt inständig, dass Menschen, die auf Comedy stehen und die sich das hier anhören, das auch kennen. Ja, also ich weiß noch, ich habe Sinn des Lebens zu früh geguckt, das erste Mal. Ich finde zum Beispiel, dass Kokosnuss und Brian, finde ich, die kann man schon etwas früher gucken, auch wenn die auch hier und da ein paar harte Szenen haben. Aber ich weiß noch, als ich Sinn des Lebens zum ersten Mal geguckt habe, so mit 13 oder so, hat mich nicht um diese Szene wirklich, hui, also ich konnte nicht drüber lachen beim ersten Mal. Ja, was heißt drüber lachen? Ich glaube, ich habe mich bei dem Film die ganze Zeit, also ich müsste auch so 13, 14, 15 irgendwie sowas in dem Dreh gewesen sein, als ich den das erste Mal sah. Und ja, das Lachen, aber das ist immer so eine Sache. Was ich auf jeden Fall wusste, ist, das ist jetzt irgendwie was wahrscheinlich sehr anders ist. Und ich glaube sogar, ich fand den Teil, war der einzige, den ich lustig fand. So richtig, weil er halt dann auch mit so ein bisschen, das ist ein Pipi-Kaka-Humor, wenn man es so ein bisschen sieht. Der Kerl kotzt halt im Strahl. Und wenn man mit dem Strahl meint, dann ist es tatsächlich ein richtiger Strahl. Und die anderen Sachen, die alle davor waren, die sind ja sehr viel vielschichtiger und hintersinniger. Aber glaubst du nicht, dass da auch ein bisschen was Hintersinniges drin steckt? Also doch, klar. Okay. Aber das ist was ich jetzt so als 13-, 14-Jähriger, da habe ich halt jemanden gesehen, der sehr dick ist und alle vollkotzt. Und da fand ich das witzig. Aber wenn du dann so diese zweite Ebene irgendwie aufmachst, nachdem du halt erwachsen geworden bist und ja, das Schöne ist, wenn dein Leben selbst gewachsen ist, fängt der Sinn des Lebens auch an, keine Ahnung, auch vielschichtiger zu werden. Von dem her,
es ist für ein Kind am einfachsten verdaulich, muss ich sagen. Ja. Was also heißt verdaulich, ja? Verdaulich. Also passt. Ich konnte halt drüber lachen, weil da gekotzt wird. Punkt. Also für mich war das gar nicht so der Fall. Also mich hat das, ich würde sagen, fast schon verschreckt bei der ersten Sichtung. Auch eben, weil er explodiert und dann sieht man halt noch, wie er so in seinem Kadaver da so sitzt. Ja. Okay, ja. Das war sehr seltsam. Also das war so ein Level von Absurdität und Surrealismus, dem war ich damals noch nicht gewachsen. Das ist erst so mit den Jahren so bei mir hat sich das entwickelt, sag ich mal. Mhm. Also ich kann, mittlerweile ist es auch für mich eine glorreiche Szene dieses Films. Und ich habe ja gerade eben gesagt, das ist auch so ein Schockerhumor. Ich finde aber, dass es in dem Film noch eine Episode gibt, die da noch viel drastischer zu Werke geht. Nämlich, ich sag nur Organspende. Oh ja. Ja. Die lebende Organverpflanzung. Weil das ist wirklich ein Sketch, nenne ich es mal, den ich durchaus, also ich finde das schon irgendwie lustig, aber so richtig laut loslagen kann ich nicht, weil, kurz zur Erklärung, Leute von so einer Organspenderfirma kommen zu einem Mann und sagen, ja, sie haben gesagt, sie sind Organspender, wir brauchen jetzt die Leber. Und dann wird er halt eben wirklich massakriert. Also bei lebendigem Leibe wird ihm die Leber rausgepult, während seine Frau, gespielt von Terry Jones, ist mir aufgefallen, dass Terry Jones immer die Frauen spielt. Er liebt es. Er liebt es, ja. Dann mit dem einen Typ da redet so und so, ach, der Idiot, ach ja, ne? Und im Hintergrund zerren die ja da an seinem Organ rum und er schreit wirklich bestialisch. Ich finde das schon komisch, aber das ist wirklich so, boah, das ist irgendwie auch heftig. Verstehst du? Können wir aber uns die Frage stellen, wo ist da die Komik? Die Komik ist für mich zum einen einfach die Situation so, ja, du hast gesagt, du willst halt eine Organe spenden, also bitte, ja, no. dass du damit tot warst, das stand da nicht. Und halt eben auch, wie seine Frau dann mit dem einen Typen da sich unterhält. Und die redet ja nicht so nach dem Motto, das finde ich nicht in Ordnung oder was soll denn das, sondern mehr so, ach, der Idiot, ja, ach ja, und sonst, ja, morgen soll ja wieder Sonnenschein geben. So nach dem Ja, gab, weißt du eigentlich, ob es da damals irgendwelche Diskussionen gab bezüglich Organspende ausweisen oder Organspendemaßnahmen, Organspendepflicht, wie wir es ja immer wieder mal haben. Ich glaube, alle 5 Jahre wird ja da über die Organspende, ich glaube, letztes Jahr erst in Deutschland, ich weiß es nicht. War irgendwas mit Jens Spahn? Ja, da war irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob im Jahre 83, das war bestimmt schon Thema, aber ob das zu der Zeit gerade irgendwie das heiße Eisen war, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber solche Szenen, ich meine, wir haben ja zu Beginn haben wir ja eine Geburt, die ist sogar 2 Stück. Ja, und dann haben wir ja eine Geburt, die mehr oder weniger so ausfällt, dass die Kinder einfach auf den Boden fallen aus der Frau sozusagen. Ja. Und gut, okay, da hast du dann einfach auch blutende Baby-Attrappen, die dann irgendwie durch die Gegend geschleudert werden, sage ich jetzt mal. Ich kann es verstehen, wenn man das dann ein bisschen als ekligen Humor abtut. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich nötig, das so zu machen. Ja, also Monty Python hat ja schon immer so ein bisschen auch so die Grenzen ausgetestet. Also ich glaube auch, dass damals, als Kokosnuss rauskam, ich sag nur das Schwarze Ritter, das war, glaube ich, schon, dass ein paar Leute das dann auch eher widerlich fanden. Obwohl es natürlich schon damals nicht besonders gut trickst war. Aber Monty Python hat das ja immer getan. Die haben ja immer ihre Grenzen ausgetestet und haben ja auch sehr gerne sich mit der Obrigkeit angelegt. Also als Leben des Brian in die Kinos kam, ging der Punk, glaube ich, echt ab. Ja, glaubst du, dass der Sinn des Lebens eigentlich dann so eine Art weitere Provokation war? Oder ist es mehr oder weniger doch so ein Ding, wo sie wussten, ja, vielleicht kommt jetzt hier der Abgesang und dann packen wir vielleicht dieses Thema auf den Tisch? Weil ich finde, dass die, also es ist erstens mal eine sehr gute Wahl gewesen, dass sie das so episodenmäßig aufziehen. Weil der rote Faden tatsächlich irgendwie so diese komische Philosophie des, keine Ahnung, Geborenwerdens bis zum Sterben und dann wieder zurück ist. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, die Themen, die da halt angegangen werden, die wirken auf mich schon sehr viel, keine Ahnung, aggressiver und politischer, als es in den Filmen davor war. Ja, also es war ja ein offenes Geheimnis, dass die Pythons eigentlich so jetzt auch keine Lust mehr hatten, so richtig. Da gab es ja, also ich glaube, die hatten so eine
Hassfreundschaft teilweise. Ja. Das heißt, die wussten, was sie aneinander haben, aber die waren auch ganz froh, wenn sie mal nicht miteinander zu tun hatten. Mhm. Und deswegen war, glaube ich, schon klar, okay, das wird unser letzter Film. Und es kann durchaus sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da gesagt haben, ihr wisst ja was, nach uns die sind. Ja, ne? Weil es wirkt streckenweise einfach so. Also, ja. Vor allem dieses teilweise echt diese Verweigerung, ein wirkliches Narrativ zu haben. Ja, ne? Ja, und ich finde, sie sind halt, sie waren in den vorherigen Filmen definitiv auch immer wieder mal absurd unterwegs. Jetzt hast du aber Szenen, wo ich sage, die sind halt die absurdesten, die sie irgendwie gemacht haben. Wie jetzt beispielsweise dieses Finde den Fisch, von dem ich keine Ahnung, ich weiß nicht, das wirkt wie, das ist ein richtiger LSD-Trip. Das sind zwar bloß, glaube ich, 30 Sekunden oder eine Minute, aber ich meine, sowas, du merkst halt dann, ich glaube, Gilliam hat gar nicht die Regie geführt, aber, also in dem Teil zumindest, aber es ist trotzdem so dieses, was sich dann danach in seinem Werk dann auch irgendwie durchgezogen hat. Ja, also Regie hat geführt Terry Jones, der ja die vorangegangenen Filme zusammen mit Terry Gilliam gedreht hat, aber Terry Gilliam hat sich ja dann umgesattelt auf Solo-Regie und deswegen hat dann diesen Film Terry Jones gedreht, der leider viel zu wenig Filme in seiner Lebenszeit gedreht hat, leider. Mhm. Ja, also Sinn des Lebens ist ein seltsamer Film, würde ich sagen. Aber er weiß, dass er seltsam ist und der umarmt diese Seltsamkeit auch. Und ich habe, wenn ich den Film gucke oder jedes Mal, wenn ich diesen Film Leuten empfehle, die halt sagen, boah, Leben des Brian ist lustig und ich empfehle Sinn des Lebens, die Hälfte davon gucken sich den an und machen dann nach 20 Minuten aus und denken, nee, das kann ich mir nicht angucken. Das ist, ich verstehe es nicht, so blöd. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Pythons das genießen, dass sie so einen Film machen durften. Ja. Ne? Und dass er auch erwähnt, wenn man am Ball bleibt, es gibt ja auch genügend, sag ich mal, Episoden, die dann auch klassisch Pfeifen sind. Also großartig ist zum Beispiel die Sexualkunde. Mm-hmm. Ja, das ist eigentlich ein Sketch. Ja, aber ein sehr guter Sketch. Ja. Oder halt eben das schon eben erwähnte Sperma-Lied. Ist halt wirklich großartig. Was ich auch total toll finde, kleiner Fun-Fact, im Song singen ja auch Kinder. Ja. Und weil sie halt jetzt nicht Kinder unbedingt singen lassen wollten, irgendwie Every Sperm is Sacred, haben die dann einfach beim Playback irgendwelchen Kauderwelsch gesungen. Das merkt man auch teilweise. Ja, aber wer singt denn dann den Text in echt? Sind das dann 12-jährige Kinder mit besonders hohen Stimmen? Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich kann mal John Cleese fragen, wenn ich ihn das nächste Mal treffe. Ja, der ist ja öfter im... hier bei uns. Ja, ja, der zu Gast. Der ist Stauergast. Ja. Ja. Ich glaube, der wird auch bei Folge 4 von Wonder Vision beim Recap mit dabei sein. Ah. ja. Nee, aber die Sache mit dem Narrativ, ich meine, es stimmt schon, dass der rote Faden irgendwie fehlt, aber ich finde auf der anderen Seite, ich finde es halt super gelungen, wie diese einzelnen Sachen miteinander verwoben sind. Ich meine, du hast zwar immer wieder diese Starting Cards von wegen, wir befinden uns jetzt in Teil 1, Teil 2, Teil 3, der Tod, Sinn des Lebens, Herbstjahre und wie sie alle heißt. Aber dennoch sind die Übergänge ja eigentlich immer recht fließend. Ich glaube, das Einzige, was halt den roten Faden den roten Faden unterbricht, ist, dass die Figuren oder die Schauspieler halt mehrere Figuren spielen. Ja gut, das ist Python-typisch, ne? Ja. Ja, ich meine, was sie halt beim Kokosnuss und Brian. Eben das Brian nicht gemacht haben. Zumindest gab es da einen Brian von Anfang bis Ende. Ja, das stimmt. Eine Frage, wollen wir mal zur Lachsschaumspeise kommen und den Cast beschließen? Ja, können wir machen, aber ich werde nichts davon essen. Das ist so herrlich. Die Lachsschaumspeise. Ich habe nichts davon vergessen. Schweig. Warum gibt es eigentlich so einen Humor heute nicht mehr? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, Monty Python, die waren ja damals wirklich neu und frisch und das war noch nie gesehen. Und heutzutage wird halt bei Comedy immer geguckt, was funktioniert, was spricht halt die meisten Menschen irgendwie an, die breite Masse. Hm. Muss aber sagen, ich bin ein großer Fan von Sketch-Comedy. Ja.
Monty Python, Little Britain, Ladykracher, gucke ich mir wirklich außerordentlich gerne an. Und ich finde, dass gerade Netflix da in den letzten 2-3 Jahren ein paar echt schöne Sachen rausgehauen hat. Wir haben ja schon Auntie Donna besprochen. Ja. Wie gesagt, hast du ja perfekt beschrieben als Monty Python auf Theorie. Ja. Dann gibt es hier dieses I Think We Should Leave. Ja. Auch gut, haben wir auch besprochen. Ja. Dann gibt es diesen Astronomy Club, haben wir nicht besprochen. Der wurde leider nach einer Staffel abgesetzt, aber guck da mal rein, das ist sehr witzig. Also ich glaube, gerade bei Netflix kriegt man als Fan von etwas abwegiger Komik dann nächstes Mal wirklich ein gutes Programm aktuell geliefert. Da gibt es auch so Sachen wie Wolf, Bob und David, auch empfehlenswert. Das ist auch sehr gut, ja. Ne? Also, könnten wir eigentlich auch mal besprechen. Ja, das können wir auch. Da gibt es auch nur eine Staffel. Ja, stimmt, leider. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Netflix immer eine Staffel in Auftrag gibt, dass das dann bringt und dann dich überwundert, so, ach, das guckt ja keiner. Ja, aber wenn man sich, also das ist immer so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, du hast ja bei Monty Python durchaus einen Kultcharakter und ich glaube, dass viele Personen, auch wenn sie irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen belesener und gebildeter wirken wollen, dann auch mit dem Humor von Monty Python oder Loriot um die Ecke kommen. Das ist ja beides relativ zeitlos. Ja. Also ich meine, das kannst du ja auf jede Epoche irgendwie immer wieder anwenden. Und das ist so bei modernen Sachen, da finden es die Leute einfach irgendwie albern oder blöd. Aber im Prinzip ist es ja die Quintessenz dieses Humors oder diesen Humors. Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass viele Leute einfach nur das Dumme sehen und gar nicht sich erst die Mühe machen, es zu hinterfragen. Ja, gerade deswegen. Ich mag, also das ist so gleich mein Übergang zu einer Art Fazit. Deswegen mag ich ja Sinn des Lebens so gern, weil ich glaube, ich habe schon gesagt, der wächst mit dem Alter auch. Und ich glaube, je nachdem, in welcher Epoche des Lebens man sich befindet, man erkennt immer wieder andere Situationen, ja, wichtiger oder anders oder sagt, hey, genau so habe ich das dann auch irgendwie erlebt. Also nicht, dass man es erlebt hätte, dass einem ein Tiger das Bein abbeißt, aber du weißt, wie ich es meine. Tiger King. Es ist diese es ist was, das mitwächst. Das ist, macht für mich auch zeitlose Comedy irgendwie aus, dass du dich immer wieder findest, ja, in verschiedenen Situationen sozusagen. Das ist jetzt blöd zu umschreiben. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also die wie gesagt, die Comedy wächst mit. Und es gibt wirklich nur ein paar Komödien, die ich hier immer gucken kann und teilweise auch immer bei den gleichen Stellen lache. Und alle Python-Filme gehören dazu. Wirklich alle. Und das zeigt, glaube ich, zumindest für mich, wie großartig diese Comedy-Truppe war. Hm. Wie gesagt, letztes Jahr ist Terry Jones verstorben. Dann, glaube ich, zwar kurz nach Veröffentlichung des Lebens ist Graham Chapman leider an Krebs verstorben. Die anderen werden auch nicht jünger. Eric Idle ist so der Einzige, der das Vermächtnis so hochhält und wo wirklich alles macht, wo man Monty Python draufschreiben kann. Sei es ihm gegönnt. Aber sie haben ihren Legendenstatus zu Recht, ganz klar. Also, sind die eigentlich damals von der Queen auch zum Ritter geschlagen worden? Die Queen, die schlägt doch alles zum Ritter, was sich weglaufen kann. Okay, gut. Also von daher glaube ich, ist das doch. Weil ich sehe hier, dass da bei keinem einzigen ein Sir davor steht. Sir John Cleese? Nee. Aber sie wurden anderweitig geadelt. Und zwar Sinn des Lebens hat 83 in Cannes den großen Preis der Jury gewonnen. Echt? Ja. Okay, gut. Dann das ist das spricht ja eigentlich auch dafür. Ja. Weil sie haben mir bloß gedacht, eine Sache noch, passt jetzt gar nicht dazu, aber wenn man sich so diese Geburtsszene irgendwie ansieht, zu Beginn, die ganz zu Beginn ist, mit dem, dass sie die teuren Maschinen reinholen sollen und warten Sie auf das Ping. Ja. Warten Sie auf das Ping, genau. Und ich habe ja vor 2-3 Wochen habe ich die Pieces of a Woman gesehen. Ich weiß, worauf du meinst. Das Kontrastprogramm. Ich musste leider auch daran denken. Ich musste da echt dran denken. Ja. Übrigens hier nochmal wegen den wegen Cannes. Ja. Die haben, weißt du, wen die alles besiegt haben? Also besiegt in Anführungszeichen. Gott, 83, das sind einige Sachen rausgekommen. Die haben besiegt Andrei Tarkovsky, Martin Scorsese, Peter Weir und viele andere bekannte. Jean Becker, wen haben wir denn noch? Marco Ferreri, James Ivory, Peter Weir. Ach, du Scheiße. Schon. Also, ich sehe es gerade. Die haben also wirklich, holla, das wusste ich auch noch nicht. Naja. Nee, King of Comedy haben sie besiegt.
ganz ehrlich, das ist doch irgendwie lustig, oder? Das ist echt ziemlich geil. Damit können wir eigentlich abschließen. Ja. Halt, warte mal, wir müssen noch, also das ist jetzt keine Wertung von mir, das kriegt für mich einen, wie sagt man, den Orden für außerordentliche Verdienste im Filmbereich. Ja, den Orden gebe ich dann auch. Spreche eine klare Empfehlung für alle Monty Python Sachen aus, die es überhaupt gibt. Aber auch für Sinn des Lebens, wie gesagt, den gibt es seit ein paar Tagen bei Amazon Prime. Wie lange, wissen wir nicht. Hoffen wir mal länger. Ja, hoffen wir es mal. Guckt euch den bitte an. Wenn ihr euch selbst Monty Python Fans nennt und den noch nicht gesehen habt, dann Schande über euch. Ja. Man kann dazu sagen, Flying Circus gibt es, glaube ich, bei Netflix auch alle Staffeln. Ja. Also ist jetzt vielleicht auch sogar eher was für jüngere Zuhörer, die mit Monty Python noch gar nichts anfangen können. Leute, schaut euch die Sachen einfach mal an, die sind tatsächlich zeitlos. Ja. Also lasst mal bitte jetzt die Fernbedienung in Ruhe und hört auf, Paw Patrol und Peppa Wutz zu gucken, sondern guckt mal lieber Sinn des Lebens. Gleich mal einsteigen mit dem schwarzen Ritter. Alles klar. Gut. Max, es war mir eine große Freude, mit dir über den wundervollen Film zu reden. Ja. Ich wünsche euch da draußen noch eine gute Zeit. Denkt ein bisschen über Sinn des Lebens nach und viel Spaß mit den nächsten Besprechungen beim Telestammtisch. Ja. Tschüss. Bis denn. Tschö. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!